Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr in Fortnite Season 9 Ghost peaken könnt. Dies wird euch sehr hilfreich sein in bestimmten Situationen, zum Beispiel im Highground oder wie ihr gleich sehen werdet in folgenden Beispielen. Ihr habt jetzt hier zum Beispiel euer 1v1 und ihr seht einen Gegner vor euch im Lowground. Wohlgemerkt sind das hier alles nur Beispiele und diesbezüglich bewegt sich der Gegner jetzt hier nicht. Nun zählt ihr auf den Kopf von euren Gegner. Stellt euch ungefähr so auf die Treppe, wie ich es gerade gemacht habe. Seid geduckt, nun müsst ihr euch hinstellen mit eurer Sprungtaste und in selbigem Moment müsst ihr euch wieder ducken mit eurer Ducktaste. Wenn ihr nun alles richtig gemacht habt, sieht es so aus wie jetzt in den folgenden Beispielen. So für die Leute, die es noch nicht ganz verstanden haben, ich zeige es euch hier nochmal. Also ihr duckt euch und steht auf mit eurer Sprungtaste. Und genau im selben Moment müsst ihr euch wieder ducken mit eurer Ducktaste. Das müsst ihr halt perfekt timen. Ihr seid geduckt, springt dann und geht sofort wieder in die Hocke mit der Hocktaste. In dem Moment, wo ihr die Sprungtaste drückt, müsst ihr schießen. Also ihr springt nicht wirklich. Ihr springt nur, ihr seid ja geduckt. Und dann, wenn ihr die Sprungtaste drückt, steht ihr halt viel schneller auf, als wenn ihr die Ducktaste drückt.